Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Info- bzw. Vorstellungs- und Ankündigungsvideo, nämlich zu meinem Lieblingsspiel Path of Exile. Hier noch ein paar Bilder aus dem Jahr 2010, das war so das erste Mal, wo ich irgendwie von dem Spiel gehört habe. Und so sieht das gute Stück mittlerweile aus, ne? Also da hat sich in den letzten 8 Jahren übelst viel getan. Und so wie die Entwickler am Ball geblieben sind, das Spiel mal weiterentwickelt haben, habe ich das Spiel halt auch immer weiter gezockt und bin am Ball geblieben. Hier mal meine Spielstunden in PoE und in Ark. Und da sieht man, oioioi, PoE ist sogar etwas mehr. Ja Leute, für die, die das Spiel noch gar nicht kennen sollten, eine kleine grobe Zusammenfassung. PoE ist sozusagen sowas wie Diablo 3, also ein Action-RPG, nur halt 10 Millionen mal komplexer und in meinen Augen auch genialer und geiler. Gerade was die Charakterentwicklung angeht, was man an Möglichkeiten hat, was Fähigkeiten angeht, was das ganze Loot angeht, das Endgame, auch die Spielbarkeit, das Gameplay ist auch deutlich schneller als bei Diablo 3, gerade dann später. Und guckt euch nochmal den Skilltree an, das ist jetzt nur der halbe Skilltree von dem Spiel. Hat man wirklich super viele Möglichkeiten und das liebe ich einfach. Und genauso deswegen habe ich jetzt vor ein paar Wochen mich endlich dazu entschlossen, es nicht mehr nur privat zu zocken, sondern auch schon mal testweise etwas gestreamt. Und das übrigens immer im Hardcore-Modus. Das heißt, wenn ich sterbe, ist mein Charakter futsch und ich muss von vorne anfangen. Wow! Wow, 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 wow! Weil da hätte ich 700 Mana weniger. Wow! Was geht mit dem Boss ab? Alter! Nochmal klippen. What the fuck? Da hatten wir schon die ein oder andere lustige Situation. Einmal habe ich auch ein super krass wertvolles Item gefunden, womit man sich wirklich alles kaufen kann, fast in Game. Das ist ein bisschen übertrieben. Alter Schwede! Aber sehr viel kann man sich kaufen. Ich habe mich sehr gefreut. So Leute, und am 31. August um 22 Uhr geht die neue Delph-Liga los mit super vielen Neuerungen, wie zum Beispiel dem ersten Infinite-Dungeon, also der erste Dungeon, der unendlich ist und immer schwerer und schwerer und schwerer wird und das Endgame unfassbar bereichert, wenn es gut umgesetzt ist, worauf ich mich super freue also. Ja Leute, so, und ich werde es aber nicht privat zocken, wie ich sonst immer gemacht habe, sondern ich werde es livestreamen. Und ich werde es auch wirklich suchten, Leute. Also ich werde auch nicht nur am Freitag zocken, sondern auch am Samstag, am Sonntag, am Montag und so weiter. In Klammern, Arc Ultra Arena findet trotzdem Donnerstag 19 Uhr statt. Also wenn ihr Bock habt, wenn ihr irgendwas damit anfangen könnt mit Action-RPGs, übrigens das Spiel ist Free-to-Play. Das heißt, jeder von euch kann das einfach kostenlos zocken. Also wenn ihr auch Fragen haben solltet, wenn ihr irgendwie jetzt neu anfangen solltet mit dem Spiel oder so, kommt einfach vorbei auf Beam Twitch, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr auch gerne eure Fragen stellen. Ich werde da versuchen, immer möglichst viel zu beantworten, gerade für Neulinge und so. Bei etwas kenne ich mich mit dem Spiel jetzt schon aus. Wir sehen uns dann spätestens am Freitag im Livestream bei PoE, für die, die jetzt noch am Ball sind. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, mein Exile trägt keine Tech-Rüstung. In diesem Sinne, bis Freitagabend. Macht's gut. Tschüssi.